Ah, okay, verstehe. Unsere schwachen Heiltränke sind schon wieder am Stack-Limit. Und den Kollegen brauche ich hier auch nicht. Ich habe gerade... Stopp. Ich habe auf jeden Fall gerade was Falsches angezogen. 20, 20, 13. Okay, nee, doch, alles gut. Ich könnte auch einfach mal gucken, was die Wert sind, ne? Steht hier ein Wert? Nicht so richtig. Ach, dann lasse ich einfach liegen, komm. Und neues Canceling habe ich. Aber wenn wir zu zweit einen smoken, quatschen wir halt auch mal miteinander. Call anmachen. Bei den Discord rein. Ich bin gerade auf Twitch, ehrlich gesagt, immer sehr überrascht, wer alles Raucher ist. Deswegen machst du so oft Pause, oder? Bist du da immer rauchen? Nun kann man natürlich nicht behaupten, dass man das Leuten ansehen kann, ob sie rauchen oder nicht. Aber so ein gewisses Bild von Rauchern hat man irgendwie schon. Und auf Twitch sehe ich immer mehr Leute, die dann irgendwann davon reden, dass sie rauchen gehen, obwohl die überhaupt nicht den Eindruck machen. Ne, wenn ich rauche, sage ich wirklich gerne die Luft. Ja, okay. Komm, ein Schuss ist noch drin, jawohl. Der Giftschaden ist wichtig. Auf den muss ich mich mal ein bisschen öfter konzentrieren. Aber manchmal ist das mit den Katzen oder ich muss mal austreten. Auch was zu trinken und. Ja, das soll alles mal vorkommen. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, der Streitkolben könnte was wert sein. Habe ich ihn noch nicht so oft gesehen wie so eine Armschiene. Ich weiß nicht mal, was ich hier... Also ich suche offensichtlich Dinge. Ich mache so oft Pause wegen meinem Rücken. Und ich keinen höhenverstellbaren Tisch habe. Ich war aber wirklich mal Raucher. Die hätte ich auch nicht angesehen, witzigerweise. Max. Höhenverstellbarer Tisch, wichtig. Ja, ich will auch schon die ganze Zeit, ne? Aber ich brauche halt, ich habe halt eine gewisse Vorstellung von meinem Arbeitsplatz und ich habe leider nicht die Räumlichkeiten, um den so einzurichten. Komm, geh mal ran da. Rolando. Tankt die weg, die Schweine. Tankt wirklich gut. Ach du. Ich überlebe das hier doch nie im Leben. Ich helfe dir mal, Roland. Du musst... Okay, du hast mir damit nicht geholfen. Ich erwarte, das aus irgendwelchen Gründen zu schaffen. Ich weiß nicht, was du mir für die Buffs hier gerade raufhauen. Ja, das war gar nicht mal schlecht. Hui. Als aus 2 auf einmal 4 wurden, habe ich mich doch... Ich war mir meines Todes schon sicher. Uff. Präsident Pat ist unglücklich. Anzeige raus. Oh Gott, Beagle. Vielen lieben Dank für die Info. Ich hatte gehofft, ich finde den Quest-Item. Wieso denn Wasser? Ach, fuck you. Sorry. Okay, ich habe aber nichts zu futtern, ne? Was frisst du denn? Das war aber riskant, ja, das sag mir mal. Ich sehe ja nichts, wären das gleich auch mehrere? Aber schon 2 Leute heute Level 60 erreicht, das ist ein Omen. 4 sogar schon. 4. Frisst du Äpfel? Das wär's doch. Das Brot wollte ich natürlich nicht selber essen. Verdammt nochmal. Ja, ich würde es auch schaffen. Da sehe ich schon wieder was. Das kann doch nicht wahr sein. Wo muss ich mich denn für 4 Items durchkämpfen? Kann ja keiner ahnen, dass ich...
dass ich Fleisch wie Pfeile kaufen muss. Los, Roland, ist alles drin hier. Kann jemand mal Fleisch shoppen von euch, Knechen? Müsste drin sein. Diese Nachtelfenmusik macht mich immer so nostalgisch. Das ist echt gefährlich. Erstmal wunderschönen guten Abend, Bieke. Schön, dass du reinschaust. Immer wieder eine große Freude, deinen Namen zu lesen. Ich hoffe, dir geht's gut, abseits von der Nostalgie, die du hier verspürst. Aber freut mich, dass ich dir auch näher bringen kann. Ich muss einfach sagen, das ist aus meiner Perspektive einer der stärksten Emotionen, die man empfinden kann. Nostalgie. So ist hier jetzt endlich mal Questzeugs drin. Das sieht gut aus. Okay, ich weiß damit, dass ich wenigstens schon mal richtig bin hier. Gut. Wäre ich nicht im Hardcore-Modus, würde ich versuchen, darunter zu springen. Wieso fragen mich Leute, ob das wirklich mein Steam-Account ist? Einfach random aus irgendwelchen Discord-Servern. Das kann ich dir auch nicht beantworten. Dafür brauche ich mehr Kontext, Nick. Dafür brauche ich mehr Kontext. Oh, Hilfe, ich brauche Fleisch. Wie lange muss ich noch warten? Noch 10 Minuten. Haut das Tier irgendwann ab oder macht es nur weniger Schaden? Weil es tankt ja wenigstens noch ganz gut hier unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sterbe gerade. Spawnt alles neu. Was ist das denn? Was für Zornklaue? Scheiße. Komm dazu. Roland, schnell. Schlag doch zu. Nur gucken, nicht hauen da unten rechts. Hört ihr mal, ihr seid solche mächtigen Viecher. Ich bin Jäger. Kann ich keine Viecher sezieren? An sich geht's mir gut. Hab eine scheiße viel Arbeit um die Ohren. Oh Gott, ja, das tut mir leid. Und mein Urlaub nächste Woche. Und ja, WoW hat mich meine Jugend begleitet und ich hab immer wieder reingeschaut. Das ist wirklich ein geiles Spiel. Ich bin da noch relativ neu dabei. Ich glaube, diese Grabhügel haben schon einige Hardcore-Charts verschluckt. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, das mit der Arbeit tut mir leid, Beagle. Ich empfinde mit dir ein bisschen zumindest. Ich weiß natürlich nicht, wie, was für Höhen das bei dir so annimmt. Ich muss hier rein, bevor die Zornklaue kommt. Das sind so Quests, die man wahrscheinlich nur overlevelt oder gar nicht macht. Ja, ich bin ja schon ein bisschen overlevelt. Was für Sichtfeld. Ach komm. Ja, wieder zu nah dran. Oh, ich habe vorhin gedacht, das wird hier jetzt sehr beruhigend mit den leichten Quests, aber von wegen. Deswegen klappt das auch noch. Ja, na gut, so richtig overlevelt bin ich jetzt auch nicht. Oh, ich bin aber irgendwann Level aufgestiegen und habe das scheinbar gar nicht so richtig mitbekommen. Ja. Dann habe ich ja jetzt schon theoretisch wieder neue Fähigkeiten zu erlernen. Vielleicht werde ich mir mal herausnehmen, vielleicht auch nochmal den Ruhestand zu benutzen, um mich nochmal hier reinzuarbeiten. Einen Brieföffner kannst du behalten. Ich würde dir da gern so ein Stück Beinfleisch rausschneiden, muss ich mal sagen. Ich vergesse immer, Roland vorzuschicken. Ich denke immer, wenn ich angreifen drücke, dass er dann noch angreift. Massivst voll hier. Komm, einen kriegen wir wohl weg. Giftschaden ist wichtig. Den hat er irgendwie nicht angenommen. Anscheinend ist er hier geschlagen. Man stelle sich vor, ich wäre hier mit den drei Pfeilen nur reingegangen.
Aus der Minimap oben werde ich auch nicht schlau. Bei mir ist es hauptsächlich Streit und Argumentation mit Behörden und anderen B-Löchern. Und jeder, der mit Behörden zu tun hat, auch privat weiß, was das heißt. Ja, absolut. Da kann ich dann schon mal unterschreiben. Es ist anstrengend, sehr anstrengend. Ich brauchte zum Beispiel während der Ausbildungszeit für meine Wohnung Aufstockungsgelder. Ich musste dafür einfach 3 verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten beantragen, damit die erste genehmigt wird. Und dann wollen die dieses Dokument, jenes Dokument. Dann darfst du das auch nochmal auf einer bestimmten Stelle beantragen. Ist einfach ein Traum. Ich muss Anträge ausfüllen, um Anträge ausfüllen zu können. Shisha 38, ganz genau. Und ich habe es gestern witzigerweise schon mal gesagt, bei meiner letzten Schufa-Auskunftsanfrage hatte die Schufa einfach keine Infos über mich. Kurz. Hau ab. Lenk mich nicht ab. So, kurz auf K. Nick. Vielen lieben Dank für deinen Lurk dann einfach mal nebenbei. Oh Gott, die sind Level 10. Oh Gott, die sind Level 10. Und jetzt stirbst du. Und heute können wir kommen zurück. Ich hoffe, es hat gemundet. So, hast du was dabei oder muss ich auch eine Kiste finden? 15 Cent, das ist ja der Wahnsinn. So, Kiste ist gut. Kiste ist gut. Ich fühle mich hier so langsam ein bisschen sicherer und ich habe das Gefühl, das ist schlecht. Mein Inventar ist voll. Dein Inventar ist voll. Stopf das einfach an den Köcher. Weg mit den Gänseblümchen. So, was brauchen wir noch? Noch 2 verschiedene Artefakte. Bis ich die habe, ist hoffentlich der Ruhestein raus. Weil ich werde auf gar keinen Fall hier wieder rauslaufen. Die Irre, die mir vorhin entgegengekommen ist, das mache ich auf gar keinen Fall nach. So, bitte nicht hinter mir spawnen, bis der Typ tot ist. Ohne Attacke. Schön, war bis gestochen. So gefällt mir das. Von da oben? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin eher von unten gekommen, ne? Augur. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wofür ist diese Bezeichnung Augur? Es klingt irgendwie nach einem Titel. Ich stecke hier gerade so viel Energie in diese Quest rein und im nächsten Stream sterbe ich, wenn ich sogar noch in diesen. Das macht schon vorrückend schlechte Laune. Ich weiß nicht, ob ich hier schon drin war. Schon von da unten gekommen. Das ist ja richtig schlecht, jetzt, wenn ich nicht mal weiß, wo hier die ganzen Artefakte liegen. Roland voran. Hier geht's schlecht, also kämpfe. Mit leerem Magen kämpft sich's besser. Hat viel gebracht, das Tanken, danke. Herzinfarkt gerade gekriegt von dem Bär, Alter.
Roland, jetzt hackt ihm doch mal die Augen aus. Dankeschön. Oh, noch Malachit, das ist doch. Och nö. Wir schlafen Druide. Die hier lebenden Schamanen der Knarzklauen haben einen Weg entdeckt, wie man den Geist eines schlafenden Druiden von seinem Körper trennen kann. Die Firbolgs haben meinen physischen Körper reanimiert und lassen ihn jeden angreifen, der versucht, den Grabhügel von Banitir zu erforschen. Ich selbst bin im smartgrünen Traum gefangen und kann diesem Treiben keine Einheit gebieten. Ihr müsst mir helfen. Alle Knarzklauen, das ist auch ein Zungenbrecher. Knarzklauen, Schamanen tragen einen seltenen Glücksbringer bei sich. Mit dem dieses Ritual durchgeführt wird, und ich würde einen solchen Glücksbringer gerne untersuchen. Bitte, Görki, bringt mir einen. Bringt einen Voodoo-Glücksbringer des Schamanen zu oben Zornklaue in den Grabhügel von Banitil. Ja, das habe ich jetzt gebraucht. Ich habe mich gefreut, dass ich an ihm vorbeigelaufen bin. Ich hätte einfach woanders hingehen sollen. Muss ich noch länger an diesem Hügel rumschwirren? Roland, Attacke. Reiß ihm die Augen raus. In so coolen Filmen fliegen Vögel immer so einen Sturzflug auf die Feinde herab und reißen ihnen die Waffen. Ja, warum kann mein Vogel das nicht? Dann Lurk, Nixer, willkommen zurück. Neue Handschuhe, kann ich die anlegen? Bringen die mir was? Rüstung 8, vermutlich nicht. Bei weitem nicht. Das war Scam oder Identitätsdiebstahlsversuch. Dass du sowas auch kriegst. Als ob diese komischen Verkäufer hier im Chat nicht schon reichen würden. Mach mit, Roland. Du siehst doch, was ich tue. Du wirst doch wohl ein Hirn in deinem Ach nee, du bist ja geschrumpft bei der Zähmung. Sorry. Da ist bestimmt ordentlich Hirnmasse verloren gegangen. Da hat mich jemand von dem Server eines anderen Streamers angeschrieben, ob das mein Steam-Account ist. Dass die mich passiv reported hätte und Leute zum aufgefordert, ja. Nicht drüber nachdenken. Ich gehe sowieso auf nichts an E-Mails, die irgendwie suspekt klingen ein. Dann wird sich schon eine offiziell irgendwer von Twitch melden, ne? Weil ich 2021 irgendein Item für CSGO gekauft hätte für 3 Cent und sie damit eine OP von ihrem den Fachkräuterwelt verstehe ich sowieso nicht. Das war alles sehr merkwürdig, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Phishing-Mails sehr gefährlich, immer wieder. Am besten gar nicht erst drauf reagieren. Oder sie verarschen, ist auch toll. Ich spiele nicht mal CSGO, oder? Davon abgesehen. Das war natürlich leider wieder schwere Rüstung. Ich finde schade, dass die Rüstungsvarianten ein bisschen charaktergebunden sind und nicht wie zum Beispiel bei Skyrim, dass du dir selber aussuchen kannst, welche Rüstung du tragen willst. Also natürlich auch irgendwie passend zum Charakter und nicht, dass ich irgendwie eine Kriegerrüstung trage. Und dass die dann auch hier verschiedene Vorteile hätten. Oh, sind hier viele Viecher drin, ey. Bis ich hier raus bin, haben sie auch schon alle eine graue Zahl. Und immer wieder ein Auto-Attack. Ich hätte wirklich gerne ein kleines Moveset für Nahkampfangriffe. Bei Rückwärtsrennen kannst du ja nicht. Wenn die Höhle voll ist, dann spawnt ja immer alles sofort nach. Das ist ja furchtbar. Einfach mitmachen, Roland. Einfach mitmachen.
Ich gehe gerade komplett raus, ne? Das ist, ja, ich habe den Ausgang gefunden. Ja, danke für gar nichts. Und dann find mal, vor allem, wenn ich Zornklaue getötet habe, find mal den oben Zornklaue wieder. Eieiei. Aber ja, als ich vorhin so panisch durchgerannt bin, hier ist tatsächlich was, wäre tatsächlich was gespawnt. Hat alles seine Richtigkeit gehabt. Ach ja, diese Geschichte liegt hier noch rum. Ich verstehe. Oh, das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Schnell, 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 schnell. Ah, ist ja noch alles voll. Schnell Wasser weg. Das war nur eine Feder. Ne, es war schon richtig. War schon richtig. Dankeschön an wer auch immer mir diese Höhle geklärt hat. Feuer oder so? Moin, moin, OG Pommes. Einen wunderschönen guten Abend darf man noch sagen. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Lange ist Werbung. Wiederhole ich mich gleich nochmal. Aber zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt dann reingejoint. Quasi. Kannst du mal. Soll ich das hier machen oder was? Hat denn das Vieh noch so viel Leben gehabt? Warum fliehen die denn so weird heute? Hier. Stich in die Fresse, dankeschön. Ist die Werbung vorbei, OG? Pommes? Haben wir es geschafft? Ja gut, geht ja gerne mal so. Ich habe 3 Minuten, ne? Das ist schon eine Weile. Rune des Nistens. Oha. 6 Werbungen Twitch. Ja, na gut, kurze dann wahrscheinlich, ne? Kürzere Werbeblocks. Was schmeiße ich denn jetzt weg hier? Ja, hier komm. Also es ist auf jeden Fall auf 3 Minuten eingestellt. So, damit die Werbung nicht immer kommt, wenn ihr reinklickt. Ich habe jetzt alles, ne? Ja, ich nehme mir doch noch vor den... Sag mal, geh weg hier. Ich nehme mir trotzdem noch vor, den Zornklau-Typen jetzt hier umzulegen. 6 Werbungen ist ordentlich. Das kann frustrierend sein. Ich glaube, das ist sogar frustrierender als 3 längere Werbeblocks. Weil du immer wieder mit einer neuen Thematik konfrontiert wirst. Das ist wirklich eklig. Heiltränke sind wichtig, gerade hier drin. Wer weiß, was mir da noch entgegengeworfen wird. So, die Werbung ist rum. OG, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Das mit 6 Werbeblöcken ist ganz schön heftig, aber es müssten trotzdem in der Summe nur 3 Minuten gewesen sein, denn darauf ist es eingestellt. Ich kann mir vorstellen, dass das psychisch trotzdem anstrengender ist, so 6 kleine Werbeblocks zu haben. Aber ich habe da leider nur den Einfluss drauf, die 3 Minuten einzustellen. Die dafür sorgen, dass du halt, wenn du reinklickst, nicht immer direkt Werbung kriegst. In dem Fall einfach leider sehr schlechtes Timing gewesen. Aber schön, dass du es ausgehalten hast, um Hallo zu sagen. Wann kommt Cam? Cam ist hier. Da sieht man mal, wie lange du schon dabei bist. Also ich bin ja selber noch kein Jahr dabei, aber für die Verhältnisse. Auf jeden Fall warst du schon vor den 50 Followern dabei. Das ist doch schön. Hier war das gefährliche Ding, ne? Der Level 10er. Das hatten wir schon. Hier bin ich verkehrt.
Natürlich, für dich doch immer. Oh, das ist aber nett. Hab die letzte Zeit zu wenig Zeit, deswegen bin ich nicht oft da. Du hast ja gar kein Problem, ne? Immer so, wie man Zeit hat. Bringt ja auch nichts, wenn man hier im Stress sitzen würde. Immer im Hinterkopf, was man noch alles zu erledigen hätte. Aber sofern es dir gut geht, ist es doch das Wichtigste. So, hier ist er irgendwo rumgeschlichen. Die blöde Sau. Wo wird mal ihr Gesicht mit Pfeilen gespickt, wenn sie hier wieder auftaucht? Und ich sehe, der Runenstein ist auch benutzbar. Das heißt, ich knall ihn jetzt ab und dann ist hier Ruhe im Karton. Nee, ich muss erstmal noch den Questgeber finden. Oh Mann. Attacke. Ach ja, Druide. Mich nur kurz erschrocken. Wirklich nur kurz. Hat er seine Debuffs da gerade mit weggemacht mit der Verwandlung? Ja, Tabletten schlucken. Bei Therapie, oh je. Aber ist ja dann immer... Töten hat gereicht, ja? Also, ich habe die Quest gar nicht markiert. Ist ja immer gut, wenn man sich dazu selbst motivieren kann, das Ganze so anzugehen. Dann warte ich jetzt... Wo geht der denn hin? Der biegt hier nach unten ab, wa? Hier einfach schon nachgespawnt. Ja, du, mach mal. Ich kümmere mich um den Kollegen hier. Habe eigentlich gar keinen Bock drauf. Mach's nur wegen Mama und Arbeit. Du hast immer eine Motivation dazu, ne? In dem Sinne machst du schon alles richtig. Weiß ich gar nicht, wo stand er denn? Können die mir den mal markieren? Nee, das war hier auch nicht. Das war nämlich irgend so eine engere Passage. Aber anyways, wie geht's dir? Ja, ich bin sehr gestresst von WoW. Weil ich hier halt die ganze Zeit sterben kann in Hardcore, aber sonst... Also wenn man klagen will, findet man immer was, nicht? Morgen ist auch wieder Arbeit dran. Was willst du machen? Aber im Großen und Ganzen geht's mir gut, ja. WoW, ich bin gestresst durch WoW. Ja, Hardcore halt. Also ich hatte vorhin gehofft, weil ich ja schon ein bisschen überlevelt bin, dass es eine entspannte Runde wird. Bis ich dann halt in den Westfallabklatsch von Teldras hier komme. Was hier die Dunkelküste ist, so hieß sie, glaube ich. Aber nee, gar nicht. Ich bin hier schon heute... Na, ich würde sagen, zweimal bin ich fast drauf gegangen. Ich denke, so kann man es beschreiben. Zwei nette YouTube-Kommentare, da freue ich mich auch. Also gestern gab es eins, heute gab es eins. Freue ich mich auch immer. Ich freue mich aber, wenn ich am 23. bis 25. August meine Frau sehe. Nur so kurz? Also, ist ja auch wieder was, worauf man sich freuen kann. Ne? Das klingt auch schön. Immer wichtig, sich was zu haben, worüber man sich freut. Das ist schon wieder der Ausgang hier, oder? Das ist schon wieder kompletter Quatsch, was ich hier mache. Sie wohnt in der Schweiz. Ach je. Ich hoffe, das ist nicht allzu weit weg, dass du wenigstens im Süden wohnst oder so. Also ich gehe jetzt irgendwie mal davon aus, dass du Deutscher bist. Ich hoffe, es wird nicht ganz so weit. 2 bis 3 Stunden ist in Ordnung. Das geht schlimmer. Hab ich den hier trotzdem noch irgendwo oben? Wann bin ich denn hier? Nee, hier war eine Kiste drin, ne? Oh, es tut mir leid. Die WoW-Cracks wissen natürlich längst, wo der Typ steht. Ich weiß es nicht.
und fort mit dir. Knarzklaue. Ich freue mich immer, wenn ich mal eine Woche meine Frau nicht sehe. Wenn wir aufeinander hocken, läuft gar nicht mal so gut. Das klingt gegenseitig von unschön. Aber finde ich gut, dass du das mit Humor nehmen kannst, Spiegel. Aber findest du den Satz ein bisschen komisch mit meiner Frau? Also, du wohnst halt offensichtlich mit ihr nicht zusammen. Das, hier stand er doch, hier stand er nicht. Oh Gott, jetzt schon wieder nachgespawnt. Ich finde es ungewöhnlich, ja, aber du wirst schon Grund haben, warum du das schreibst, oder? Du kannst mir das natürlich, kannst es natürlich gerne erläutern, wenn du möchtest. Im Großen und Ganzen geht es mich ja erstmal nichts an, deswegen ist Fragen immer so eine schwierige Sache. Und wenn ich fragen würde, darf ich fragen, ob, dann habe ich theoretisch schon gefragt. Dann ist es zu spät. Rolle der Willenskraft erhöht mindestens 30 Minuten die Willenskraft des Ziels. Was ist Willenskraft? Erhöht Gesundheits- und Mana-Regeneration. Aha. Nehme ich das mit? Hier, hau mal die Spinnbeine weg, dann im schlimmsten Fall verkaufe ich die Rolle. Aber es ist erstmal ein Item, was ich noch nicht so gesehen habe. Nehme ich es erstmal mit.